Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute gerne das Wave Deluxe Audio Strap vorstellen, auch wenn das wahrscheinlich schon jeder VR-User kennt oder eventuell sogar zu Hause hat. Aber ich wollte das Video hier trotzdem machen. Ich bin seit kurzem Wave-Besitzer und habe mir das Teil bei eBay geholt. Eigentlich in Vorbereitung auf die Pimax, damit ich die Basisstation nutzen kann für die Pimax. Aber das Ganze habe ich jetzt erstmal verworfen, weil ja A, der Preis zu hoch ist und B, die Garantieabwicklung ja sehr in der Schwebe ist. Und daher habe ich mir erstmal gedacht, jetzt mit der Pimax wartet man jetzt erstmal ab, bis auch die meisten ja, Erfahrungen raus sind, also Reviews. Und dann mal schauen, wenn es in den deutschen Läden verfügbar ist. Eventuell kann man es dann mal in irgendwelchen Läden auch mal testen, weil ich hätte gerne da mal einen Test von, also dass ich das nutzen kann, wenn ich mal 800 Euro anlege für so ein VR-Headset, möchte ich das vorher auch wenigstens mal gesehen haben. Ja. Natürlich kann man das dann irgendwann mal bei Amazon Alternate und so weiter irgendwann mal bestellen und testen 14 Tage. Man kann ja immer alles zurückschicken, aber finde ich irgendwie blöd, dass man nur zum Testen das von irgendeinem Laden kauft und dann wieder zurückschickt. Finde ich blöd und es ist auch nicht meine Art. Und deshalb wäre es cool, wenn man das in irgendeinem Laden mal testen kann. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das jetzt geholt, weil ich zeige euch mal kurz das originale Vive-Kopfband. Und ja, das ist einfach nur so ein bisschen Gummizug mit Kunststoffhalterungen, die vorne in der Brille hängen. Und ja, also ich als Rift-User bin da ja natürlich ja, vom Komfort her echt enttäuscht. Und das Rift-Kopfband ist da um Längen besser, kann man gar nicht miteinander vergleichen. Dazu kommt noch, dass diese tollen Kopfhörer hier dabei liegen, die immer mal wieder aus den Ohren rausrutschen können und man muss sie dann wieder reinfummeln und so weiter. Also echt keine gute Lösung und ich bin da auch echt enttäuscht drüber gewesen, dass die Vive mit sowas dann ausgestattet wurde. Eigentlich hätte das Deluxe Audio Strap von vornherein montiert sein müssen. Hätten sie natürlich auch ein bisschen Aufpreis verlangen können, aber eigentlich gehört das dazu. Und ja, da ist man dann so ein bisschen enttäuscht darüber. Nichtsdestotrotz ist es ein Must-Have, also man muss das Teil echt haben. Ich habe es jetzt gemerkt, ich habe deshalb auch extra noch nicht so viel damit gespielt, weil ja, der Komfort einfach nicht gegeben ist, meiner Meinung nach. Und mir hat es nicht gefallen. Ich habe jetzt insgesamt, ich glaube, 3-4 Stunden mit der Vive verbracht. Ja, letztens noch länger, ein bisschen länger, weil ich habe die VR-Optikalinsen ja damit getestet. Also da war ich mal am Stück auch ein bisschen länger in der Vive. Aber ansonsten habe ich damit noch nicht viel Zeit verbracht. Das kommt jetzt hoffentlich, wenn ich das Deluxe Audio Strap vernünftig testen kann. Ja, das erstmal dazu. Gehen wir mal hier die Seite so ein bisschen ab. Hoher Komfort und sehr einfache Einstellung durch den Größenregler. Also das Teil hat hinten so einen Regler, wo man dann auch die Kopfform besser anpassen kann, also die Größe. Hochwertige Kopfhörer, bessere Gewichtsverteilung und Kabelmanagement. Also das habe ich auch gemerkt, also das war sehr kopflastig das Ganze, also das nach vorne hin, finde ich. Das hat mir auch nicht gefallen. Und integrierter Sound ist meiner Meinung nach auch ziemlich wichtig. Wichtig sind natürlich auch, dass man die abmontieren kann, wenn jemand andere Kopfhörer nutzen möchte. Natürlich auch wichtig. Aber das finde ich bei der Rift echt gut, weil die Kopfhörer sind echt von hoher Qualität. Da habe ich mich echt gewundert, als ich damals die Rift zum ersten Mal auf hatte, was da echt für ein Klang rauskommt. Finde ich echt cool. Ja, man kann das Teil hier bei Vive bestellen direkt, 119,99 kostet das. Ich habe es bei Amazon geholt. Ja, und wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über die Amazon Affiliate Links machen. Also wer das Teil jetzt hier noch nicht hat, kann es zum Beispiel über den Amazon Affiliate Link machen, den ich jetzt hier in der Beschreibung packe. Also ich werde jetzt extra noch eine erstellen dafür. Unter Spenden in der Beschreibung steht aber immer ein Amazon Affiliate Link, der ja, euch auf die Amazon Seite leitet. Und ihr könnt dann eure Amazon-Käufe tätigen, unterstützt mich dadurch. Für euch kostet das keinen Cent mehr, aber ich bekomme eine kleine Provision. Was aber so eine kleine Win-Win-Situation sein soll, möchte ich gerne auf jeden Fall definitiv den ersten Gutschein, den ich hier freispiele, sag ich mal, möchte ich verlosen. Und ja, dafür muss man aber ein gewisses Guthaben anhäufen, bis man eine Auszahlung hat. Und ich hoffe, das ist auch bald der Fall. Wenn es denn so sein sollte, werde ich dann eine Verlosung starten. Vielleicht sogar noch vor Weihnachten, wer weiß. Also es soll so ein kleiner Anreiz für euch sein und so komme ich eventuell auch mal ein Stückchen weiter. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr mich unterstützt mit diesen Amazon Affiliate Links und ja,
Ich denke mal, dann hat jeder was davon, wenn ich auch ab und zu mal da eine Verlosung starte mit einem kleinen Gutschein, also einem Guthabengutschein. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es denn genutzt werden würde. Ja, Leute, das ist erstmal das Vorwort zum Deluxe Audio Strap. Und ich würde sagen, gehen wir jetzt erstmal zur Montage und danach gibt es natürlich noch das Fazit. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Ja, Leute, und hier sind wir. Das Vive Deluxe Audio Strap ist endlich angekommen. Und hier ist das gute Stück. Hier sehen wir die Kopfhörer mit so ganz feinem Kunstleder, sehr weich. Hier haben wir hinten so ein Drehrad. Damit kann man hier die Bügel raus und auch reinfahren. Auch sehr bequem. Die Kopfhörer kann man auch hoch und runter fahren. Je nachdem, welche Kopfform, wie die Ohren liegen, kann man die dann relativ gut anpassen. Hier haben wir den Klinkenstecker, der vorne hier in die Vive reinkommt. Das ist quasi neben dem Stromanschluss für die Vive, Spannungsversorgung. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben hier eine Kabelhalterung, da kommen gleich diese Kabel alle durch. Dann lag hier noch so einen kleinen Kabelbinder bei über Klettverschluss. Den soll man laut Anleitung hier hinten nachher dran machen, um die Leitungen hier so abzufangen. Die gehen hier über die Kabelführung hier lang und dann gehen die hier so weg. Zeige ich euch aber gleich noch. Ja, das war es erst damit und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Montage. Ja, als erstes würde ich sagen, nehme ich mir hier die HTC-Klappe, da wo auch die ganzen Leitungen reingehen. Das kommt hier vorne rein, hier durchgezogen und zack, ist das wieder fest. So, und jetzt steht in der Anleitung, dass man mit leichten oder mit ein bisschen kräftigem Druck hier die Halterung draufstecken kann. In der Anleitung steht zwar, dass man das mal auf beiden Seiten machen soll. Ich versuche es mal einfach, ob das so einfach umzusetzen ist. Man muss erstmal auf das Loch hier und dann ein bisschen Druck. Ich versuche jetzt mal, ich hoffe, es geht nichts kaputt. Boah, das ist schon... Also das mache ich lieber alleine hier auf der Seite. So, zack, bevor ich hier irgendwas abreiße. So, ja, dann haben wir hier die Halterung schon mal dran. Das Audio Deluxe Strap ist quasi schon fast dran. Jetzt müssen wir nur die Verkabelung noch machen. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Machen wir erstmal hier den Klinkenstecker. Also man muss mit allen Kabeln jetzt hier durch. Ich hoffe, ich kann das vernünftig einfangen. So, Klinkenstecker ist drauf. Dann habe ich hier meine anderen Stecker. Das ist wahrscheinlich jetzt so ein kleines bisschen fummelig. Mal ganz kurz die Kabel mal anders legen. So, da sind wir wieder. So, ersten durch. Ja, die USB und HDMI wird ein bisschen fummelig sein wahrscheinlich, oder? Ah, ja, hängt so ein bisschen, aber geht eigentlich relativ gut. So, dann haben wir die hier schon mal durch. So, Spannungsversorgung, da kommt zuerst jetzt der USB, das ist hier der. So, dann kommt der HDMI und dann kann man die Klappe schon wieder drauf schieben. Na, die will noch nicht so ganz, so, jetzt aber, zack, so, haben wir das schon drauf. Und jetzt kann man hier das Kabel einhaken. So. Fällt mir noch nicht so ganz, wie die Kabel jetzt liegen, aber da kann man eigentlich gar nichts machen. Ist man so ein bisschen gebunden. Kann natürlich so ein bisschen Freiraum lassen, so ein bisschen mehr geben. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir die Befestigung
Gucken, wie gut das jetzt klappt. Bin ich überhaupt richtig? Nein, ich habe natürlich falsch rum. So. So. Ich hoffe, man sieht das. Lichtverhältnisse sind gerade nicht so gut, glaube ich. Aber ihr seht, das Deluxe Audio Strap ist dran und bereit zum Testen. Also wir haben die Vive jetzt richtig gepimpt. Wir haben die VR-Optiker-Linsen drin. Wir haben das Audio Deluxe Strap. Und jetzt müssten noch die Knuckle-Controller her oder die Knuckles. Dann wäre ich echt zufrieden. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, wie jetzt hier der Eindruck ist. Und ja, kommen wir gleich zum Fazit. Ja Leute, da sind wir schon beim Fazit. Und was soll ich sagen? Es ist definitiv ein Must-Have für alle Vive-User. Leute, wenn ihr das Teil noch nicht habt und ihr ärgert euch immer noch hier mit dem Originalen rum, baut das ab, schmeißt es weg und bestellt sofort dieses Deluxe Audio Strap. Also ich kann nur sagen, das originale Band ist Kreisliga und das ist Erste oder Champions League. Also da gibt es echt nichts zu meckern und ich finde die Halterung hinten für den Kopf jetzt viel, viel besser, weil ich hatte vorher immer das Gefühl, dass mir das Band so ab und zu bei manchen Bewegungen hochrutscht und mir die Brille nach vorne wegrutscht und das hat man jetzt hier überhaupt nicht mehr. Man kann es hier schön straff ziehen. Damit kann man die Nähe zum Headset einstellen. Man kann es besser dann wieder ranziehen an den Kopf und ja, lässt sich perfekt einstellen. Man hat hinten hier dieses oder oben noch dieses Band, was oben drüber liegt. Das kann man sich festziehen oder locker machen, je nachdem wie man es will. Also echt cool. Mir gefällt's und die Kopfhörer sind auch echt angenehm, liegen schön auf und man kann sie auch gut einstellen. Man kann sie schön wegklappen. Ist ganz nett, wenn man die Brille wieder anziehen möchte oder ablegen möchte, dann klappt man die kurz weg. Die halten auch relativ gut. Das ist bei der Rift nicht so ganz gut gelöst. Also man kann sie zwar auch wegklappen, aber die halten nicht so gut, meiner Meinung nach. Vom Klang her sind die auch echt super. Ich hatte nur das Gefühl, dass ja, bei der Rift habe ich immer so ja, Lautstärke zwischen 50 und 60 eingestellt. Und da ist mir alles darüber zu laut. Hier hatte ich auf 100 und war okay, aber ich hätte noch gerne so einen Tick mal mehr ausprobiert. Aber ja, ist jetzt kein Minuspunkt. Also man muss halt alles auf 100 stellen. Vielleicht lag es auch an mir. Ich muss noch mal die ganzen Einstellungen testen. Vielleicht lag auch irgendwie an Steam. Kann natürlich auch sein. Aber trotzdem, der Klang war super. Also man zieht das Teil an und man ist dann drin. Man muss sich nicht mit diesen originalen Dingern rumärgern, dass man die in die Ohren steckt oder so weiter. Also schon perfekt. Und als kleine Ergänzung, ich habe mir, weil mir das Mikrofon von der Vive nicht so gut gefällt, also es hat ziemlich starke Popgeräusche, habe ich mir hier so eine USB-Soundkarte gekauft. Die habe ich jetzt angeschlossen. Man hat ja hier unter der Klappe noch einen USB-Slot. Da aber nichts reinpasst, also die USB-Soundkarte ließ sich nicht einstecken, weil ich die Klappe sonst nicht mehr zubekommen habe. Ein USB-Kabel von mir hat auch nicht gepasst. Und da muss man sich dann, wer da Interesse dran hat und ein USB-Headset oder so anschließen möchte, der kann sich hier dieses Kabel holen. Das ist ein originales Vive USB-Kabel. Wie ihr seht, kostet 7,49 €. Da könnt ihr dann alle möglichen USB-Geräte anschließen. Und ja, das dazu. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Wer da Interesse dran hat, ich habe da relativ lange nachgesucht. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe es dann im Endeffekt gefunden und bin auch echt froh, weil ich stecke da jetzt auch mein Rode SmartLav ein. Von der Qualität her echt gut, das Mikrofon, das kann ich mir hier anstecken. Und ja, das hat einen besseren Sound als das originale Rift Vive Mikro. Und hat nicht diese Popgeräusche, von daher hoffe ich mal, dass das in Zukunft dann vom Sound her besser ist, wenn ich damit Aufnahmen mache. Und von der Sprachqualität. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Also ich muss aber ehrlich gestehen, das Rift-Kopfband, das Originale, gefällt mir einen Tick besser. Also irgendwie ist der Tragekomfort so einen kleinen Tick besser, aber nichtsdestotrotz ist das Teil echt super. Und ich werde da jetzt auch öfters mitspielen mit der Vive, weil so ist das echt ein fertiges Headset. Es wäre natürlich noch geil, wenn hier die Pro dran wäre. Aber das kommt eventuell später irgendwann mal. Man muss natürlich auch immer auf den Taler achten. Und ja, ich kann nur sagen, ich bin echt froh, dass ich das Ding gekauft habe.
Und bereue den Kauf auch nicht, auch wenn 120 Euro schon extrem ist. Und ich weiß auch nicht, ob das 120 Euro wirklich wert ist. Aber trotzdem lohnt sich der Kauf. Also natürlich blöd, ein bisschen blöd die Aussage. Aber ja, ist ein Must-Have für die Vive und mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, wie immer, Like raus und Abo-Button nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Gibt ja immer mal wieder Videos hier auf meinem Kanal. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.